meine Lieben, ich wünsche euch ein frohes, frohes neues Jahr und hoffe, es hat alle gut in den Tag gestartet und ins neue Jahr. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch ein Unboxing der My Little Box vom Januar. Also wenn euch interessiert, was sich in dieser Box befindet, dann bleibt dran. Ja, meine Lieben, also ich hoffe, wie gesagt, es hat alle gut ins neue Jahr gestartet. Und ja, die My Little Box hätte nochmal am Samstag schon kommen sollen, heute ist Montag. Sie kam jetzt heute an und ich habe ja auch dieses Less Extra dabei, weil ich habe ja, man kann ja bei My Little Box, um es kurz zu erklären, kann man extra noch was abschließen, dann zahlt man jeden Monat 5 Euro und bekommt dann, also wir werden es jetzt dieses Jahr mal sehen, ob wir es jeden Monat kriegen oder nur alle 2 Monate. Ich habe verstanden, dass wir es jeden Monat kriegen und dass man auch ab und zu mal, hat man auch Special-Angebote für die eben, die dieses Less Extra abonniert haben. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder ein Less Extra drin, das schauen wir uns aber später an. Jetzt schauen wir uns erstmal die Box an und da haben wir hier ein schönes Heftchen, sie lehrt mich, dass die Welt dazu gemacht ist, sich auf sie zu stürzen und sie zu genießen. Und dass es absolut keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten. Ja, das stimmt, das ist sehr schön gemacht. Hier ist auch noch ein paar Tipps. Hier sind auch noch mal Tipps für dich allein zum Entspannen drin und auch noch was beschrieben. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Ich habe auch schon gesehen, dass es da ein Produkt gibt, wo es wahrscheinlich 3 verschiedene geben wird. Das werden wir uns aber dann gleich mal anschauen, was es dann da genau auf sich hat. Also hier haben wir erstmal die Box. Wir haben jetzt diesmal hier nur einen Karton. Da ist ja nochmal so ein Aufkleber drauf. Da steht Thinking for me. Okay, der Rest ist leer. Und wir haben diesmal keine Box, sondern wir haben hier ein schönes Tuch drum gewickelt. Das öffnen wir jetzt mal. Ist aber sehr schön, sieht sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall, gut zugemacht. Ja, und da haben wir dann hier alles in einem Deckel oder Unterseite von der Box, alles drin. Nur zum ersten Mal haben wir hier jetzt, zuallererst haben wir hier so ein schönes Tuch. Ja, das sieht sehr schön aus, mit so Wolken drauf, ist echt schön gemacht, finde ich echt goldig. Also, ja, kann man ja auch so anziehen oder so. Oder auch als Tischdecke nehmen oder sowas. Finde ich echt süß gemacht. Ja, das gefällt mir schon mal. Das lege ich jetzt auch mal dahin. Ja, und dann fange ich mal mit dem ersten Produkt an. Da haben wir von Slow Day Relax Lavender Sage Body Lotion. Ich glaube, das ist das, wo es 3 verschiedene hätte geben können. Ich hoffe, das riecht nicht so arg nach Lavendel. Oh, also ich muss es ausprobieren, weil ich bin echt nicht so der Lavendelfreund. Oh, so sieht es erstmal aus. Also, ich weiß noch nicht. Also es ist eine tolle Idee, aber ich glaube, da hätte es 3 verschiedene geben können. Einmal Balance mit Rosmarin und Mandarin. Einmal Awake mit Stone Pine und Bergamot. Und Lavender, das was ich jetzt habe. Aber ich glaube, ich hätte mich eher über das Orange gefreut. Oh, ich weiß noch nicht genau. Also ich glaube, dass die weiter wandern wird, weil Lavendel ist nicht so ganz meins. Aber es ist eine schöne Sache. Es sind 250 Milliliter drin. Ich zeige es euch nochmal. Ja, hat hier oben auch so ein Pumper. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und ja, gut. Es gibt Leute, die lieben Lavendel. Es riecht nicht so stark nach Lavendel. Muss ich jetzt sagen. Jetzt gucken wir mal, was dazu steht. Für dein Ritual. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was Selfcare für uns bedeutet. Wichtig ist nur, dass wir uns regelmäßig Zeit dafür nehmen. Rituale helfen uns dabei, Strukturen aufzubauen und unsere Achtsamkeit zu trainieren. Ob du deine Sinne gleich morgens mit belebender Zirbel, Kiefer und frischer Bergamotte ankurbelst und mit tiefen Atemzügen in den Tag startest, mit kräutrigem Rosmarin und frischer Mandarinenzeste, kleine Auszeit vom Alltag nimmst oder mit aromatischem Lavendel und erdigem Salbei entspannst, pflegende Selfcare-Rituale unterstützen dich in deiner Auszeit. Okay, also es geht, aber ich glaube, das ist nicht so ganz meins. Dieses Lavendel, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist nicht so ganz mein Ding. Aber gut, es gibt Leute, die mögen das, kann ja weiter wandern. Dann haben wir hier was Kleines drin, und zwar Sublimateur de Poirier oder irgendwie mein Französisch, ich habe keine Ahnung.
Wir schauen einfach mal rein. Ein Happy Reminder. Ach, das ist ja süß. Das ist ja süß. Wir haben hier ein, da steht Me Time drauf auf diesem Teil. Haben wir hier so ein Armband. Das kann man sich dann hier so um den Arm wickeln. Finde ich auch gut, dass es halt einfach auch hier so für jeden passt. Ne? Es hat halt keine bestimmte Größe, sondern es passt einfach für jeden. Das finde ich auch sehr schön. Wenn man das nicht möchte, kann man es ja auch verschenken. Aber ich finde es echt süß gemacht und passend auf jeden Fall auch zum Thema. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch was drin, was ich hier sehe. Und zwar von Dr. Barber Power Serum Ampullen mit Hyaluronic und Axid. Ja, das ist ja mal mega, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Barbo-Ampullen sind immer toll, kann man immer gebrauchen. Ich mag Barbo-Ampullen, das sind glaube ich 3 Ampullen drin, genau, mit so einer Abbrechhilfe auch. Also ich finde es klasse, ich feiere die. Die werden auch nicht günstig sein und ja, geht ja auch nicht immer darum, ob was günstig ist oder nicht. Wenn man das halt immer so überall hört und sieht und sagt, geht ja darum, dass einem das Produkt gefällt, ne? Am Ende ist ja auch egal, was kostet. Aber sehr schönes Produkt, Barbour. Gefällt mir. Dann haben wir hier noch was Tolles drin. Und so haben wir hier noch so ein Beutelchen. Das ist auch schön abgestimmt mit diesen Wolken. Da haben wir auch ein Produkt drin. Diese Säckchen hebe ich übrigens immer auf, weil ich mal vorhabe, irgendwann mal, ich habe ja die My Little Box schon jahrelang im Abo, statt seit 2018 oder so, oder 2017 sogar, dass ich da mal einen Adventskalender draus mache. Ja, da haben wir von Pink Paradise Abrech Shampooing. Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwo drin. Ich meine, das war mal, war das nicht mal in Look Fantastic, in irgendeiner Special Box, wo man so extra gekauft hat drin? Also es riecht nicht schlecht. Ich meine, ich habe das sogar noch. Das ist, glaube ich, ein Conditioner. Soweit ich bin. Ich dachte erst, es ist ein Leave-In. Aber es ist, glaube ich, kein Leave-In. Es ist, glaube ich, ein Conditioner, soweit ich das weiß. Auch für koloriertes Haar, was ja aber nicht schlimm ist, weil mir hat mal jemand, eine Friseusin gesagt, dass wenn man Dinge auch für koloriertes Haar benutzt, das nicht so schlimm ist als Pflege, weil das einfach mehr Pflege beinhaltet. Und das ist gar nicht so schlecht. Also von daher, ich werde es auf jeden Fall benutzen. Das ist ein schönes Produkt. Da sind 100 Milliliter drin. Das ist sehr gut. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann haben wir noch ein letztes Produkt hier drin. Schau wieder was auf Französisch drauf, aber ich kann es jetzt nicht lesen. Ich weiß es nicht. Das ist eine schöne Tasse, wie ich hier sehe. Ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da innen drin ist auch nochmal eine Wolke. Da steht drin, be sweet to yourself. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Tasse in der My Little Box vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten. Ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich die echt schön. Ja, also tolle Größe. Vor allen Dingen ist der Henkel schön dick. Also man kann es gut heben. Und ja, es bricht nicht so schnell auseinander. Ist sehr schön. Ich finde sowas immer toll, weil das Tassen kann ich nie genug haben. Ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Und zwar zu meinem Less Extra. Und da ist was drin von Laura Mercier. Da bin ich mal gespannt. Hinten drauf steht es ja schon. Da kann man auch mit dem Code das hier tracken, kann gucken. Hoppala. Also wir haben hier einmal eine Setting Spray drin. Und zwar eine Probe von einem Setting Spray. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde es mal ausprobieren, wie es riecht. Achtung. Achtung. Es kommt nicht. Riecht nach gar nichts. Also riecht irgendwie nach Pflege ein bisschen. Aber habe ich jetzt am Finger. Es riecht nach nichts, muss ich jetzt sagen. War auch ein sehr angenehmer Sprühnebel. Finde ich gar nicht schlecht, weil ich glaube, Laura Mercier ist nicht günstig. Dann kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor man sich da so einen riesen Body davon kauft und dann am Ende ja das nicht gut findet. Es soll auf jeden Fall 16 Stunden halten. Da bin ich mal gespannt. Und dann haben wir hier von Laura Mercier ein Translution-loses Puder. Also ich meine, dass ich das schon kenne, dass ich das schon mal irgendwo drin hatte. Vielleicht war es, also nicht in der Box, kann auch sein, oder es war mal im Kalender drin, aber es ist nicht schlecht. Also ich finde es gut, weil ich im Moment so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin von diesen Pudern. Das sieht nämlich so aus. Also ich finde, es sieht echt sehr, sehr edel aus und sehr schön. Da macht man dann einfach hier oben ein bisschen was drauf und dann
Ja, kann man das auf jeden Fall gut benutzen. Bin mal gespannt. Ich lasse es jetzt aber mal noch zu. Ja, ist auf jeden Fall ein Puder, was sich dem Hautton auch anpasst. Und ja, ich finde es nicht schlecht. Steht da hinten was drauf, wenn eine Farbe. Ach nee, es ist ja Translusion, kann ja keine Farbe haben. Ja, auf jeden Fall finde ich es toll. Ist ein schönes, lässt extra, weil ich glaube, dass das nicht günstig ist, ne? Also die 5 Euro haben wir hier. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Goodie dazu. Aber hier haben wir die 5 Euro auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall. Was ich auch schön finde, ist, dass wir da so eine Verpackung haben. Kann man eventuell nochmal was drauf überkleben vielleicht, was Schönes drauf machen und nochmal als Geschenkverpackung benutzen. Oder man versucht es vielleicht, wenn man das aufmacht, umzudrehen. Kann man ja wieder zukleben. Kann man es vielleicht nochmal benutzen. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich die Box sehr, sehr gelungen. Also mir gefällt die Box. Ich sag ja, die My Little Box, meine absolute Favoritenbox, da gibt es gar nichts. Ich liebe die. Ich habe die, die ist immer so schön mit Kleinigkeiten im Detail. Die hat immer so tolle Säckchen, die haben immer so ein tolles Thema. Die haben immer so tolle Sachen drin, auch jetzt so hier wie die Tasse und das Armband und Barbour und ja, die machen sich einfach Gedanken. Sie sind einfach so lieblos in eine Box reingeschmissen, die Sachen oder irgendwas Abgelaufenes oder so. Sondern die, ich finde, die machen sich halt auch ein bisschen Gedanken über die Sachen und übers Thema und malen da diese tollen Karten und so. Natürlich ist es nicht jede Hand bemalt, aber die ist auch von Kanako. Das wird ja auch mal gemalt und wird sich Gedanken gemacht und ich finde es einfach schön. Zur Info, ich schreibe euch die Infos zur Box in die Infobox rein, weil ich denke, in dem Video, dieses Gelaber, ist ja für manche auch zu viel. Die Box kostet, glaube ich, 17,90 €, soweit ich mich nicht entsinne. Ich gucke jetzt mal. Ja, ich war übrigens heute auch beim Action. Heute ist Montag. Ja, ich muss jetzt gerade schnell gucken. Da habe ich auch einen kleinen Haul gedreht. Der kommt am Mittwoch online. Da könnt ihr auch gespannt sein. Und ja, man kann übrigens auch im Moment gibt es einen Code Happy 2023 und da kann man sich kann man 23% sparen. Drei Produkte und zwei Trend-Accessoires für nur 18,50 €, wobei der Wert der Box und den Preis immer übersteigt. Also die Box kostet 18,50 € im Monat und ich zahle ja noch 5 Euro extra für dieses Less Extra. Und ja, wenn da wieder ein Platz frei ist, könnt ihr natürlich da dazu stoßen. Und können dann auch da mitmachen. Da muss man immer mal gucken, ob da ein Platz frei ist, ob man das wieder buchen kann. Ja, also meine Lieben, das war jetzt die My Little Box vom Januar. Ich, wie gesagt, finde sie klasse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box gefunden habt oder wie, was euch am besten gefällt, ob ihr sie auch im Abo habt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht auf jeden Fall gerne noch bei meinen zwei Verlosungen mit, die gerade laufen. Und zwar habe ich ja zwei Videos gemacht zu Pink Panda, zu meiner Pink Panda Bestellung Teil 1 und 2. Da könnt ihr nämlich was gewinnen aus meinem Krabbelsack. In diesem Video jetzt kommt kein Gewinnspiel, weil ich jetzt erstmal die zwei Gewinnspiele auslaufen lassen will. Und dann kommt wieder eins auf jeden Fall. Ja, also der Krabbelsack ist noch gefüllt. Und wie gesagt, ich war ja auch noch bei Action heute. Da wird auch wieder was nachwandern dann in den Krabbelsack. Seid gespannt. Und ja, dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.